Bei der Hitze zu arbeiten ist gar nicht so leicht, aber dafür spendet so ein Baum ja genug Schatten. Und die letzten Tage habe ich Material geholt. Und was ich nicht ganz vergessen will, naja, jetzt kommen so langsam die Aufgaben, die so ein bisschen schlauchen, sich in die Länge ziehen, weil viel schöner ist es doch eigentlich, Planken aufzulegen. Also, ich habe mir den Spaß gegönnt, mal ein paar Planken aufgelegt, habe schon mal das Feeling von oben gehabt, aber jetzt geht es einfach in die Stabilität und in die Stützen. Und dafür habe ich an diesen Unterkonstruktionen hier vorgesehen, dass im äußeren Bereich im Prinzip so ein Rand stattfindet. Das sieht von außen dann so aus. Und hier, wo mein Pendel hängt, da kommt dann später der Baum als Treppe. Und durch diesen Rand hier habe ich natürlich dann auch für die relativ lose liegenden Unterkonstruktionen keinen Spielraum mehr in diese Richtung. Außerdem brauche ich den Rand, um meine Verlängerung, Stabilität reinzubekommen, was hier, ja, hier diese Treppe angeht. Das mache ich jetzt gerade mit der zweiten Seite und dachte mir, ich dokumentiere das ein Stückchen. Im Prinzip ist es das gleiche, wie ich das schon in der Mitte gemacht habe, bloß hier als Einzelstück. Die Wange wird hier in 50 Grad Winkel hochgezogen und hier oben ist sie so konstruiert, dass dieser Querbalken von oben aufliegen kann und dementsprechend wird der Querbalken, wenn der nach unten kommt, drückt der hier in die Wange rein, die Wange gibt das Gewicht weiter an die Gesamtplattform und die überträgt es dann am Ende in den Stamm. Da ich ja hier alleine bin, ist ein ganz wichtiges Werkzeug, ein ganz wichtiges Tool, hier meine Klammern. Denn nur so kann ich natürlich jetzt auch mal die Sachen anhalten und auch mal von beiden Seiten bewegen. Das habe ich jetzt gerade getan. Ich habe den kompletten Querbalken hier drüben jetzt mal angebracht, montiert, mir im Prinzip mit Bleistift abgezeichnet, wie das ist, da die Balken ja selber wiederum ein Stückchen quer sich verziehen, möchte ich natürlich, dass das später exakt einsitzt und passt. Und genauso hier drüben die Wange dann funktioniert. Das habe ich jetzt schon mal vorbereitet. Gab ja schon ein paar Videos, wo ich hier mit Hammer und Beißel das alles mache. Und im Prinzip sieht das jetzt so aus. Ich habe hier meine Wange vorbereitet, die hier oben später dann den Balken trägt. Und hier unten liegt bereits meine Vorbeute. Das ging ein Stück von der Wange. Und hier auf der Rückseite sehen wir überall die fertigen Einkerbungen für den Balken, wo die Träger dann gehalten werden. Das ging tatsächlich ziemlich schnell. Bin sehr zufrieden mit der zweiten Randung. Möchte ich gerade mal zeigen. Ich mache mal wieder diesen in Perspektive. Da ist der Rand bereits angebracht. Und meine Helferlein natürlich hier und hier. Da ich einfach hier oben ist so hoch, da komme ich alleine gar nicht hin. Deswegen ist es auch ein bisschen schwer. Das sieht man im Moment nicht. Also hier habe ich im Prinzip die Sachen mir vorbereitet. Ziehe das ein bisschen in die Randung rein. Und mittlerweile würde ich behaupten, sieht das schon halbwegs gut aus, was die Präzision angeht. So dass ich hier wirklich genau in die Balken einfassen kann, die Balken sich in die Richtung nicht mehr bewegen können und insgesamt das eine Struktur wird, die dem Baumhaus Stabilität gibt. Damit ich besser arbeiten kann, habe ich mir meinen Flaschenzug hier angebracht und kann mir jetzt mein Material schön von unten nach oben holen, dort befestigen. Und versuche das gleich mal. Die Arbeit alleine
macht die Sache natürlich noch ein bisschen komplizierter. Aber mit dem Flaschenzug kann ich mir hinten so die Balken so ein Stückchen auf Höhe, auf Spannung halten, kann sie hier Teil einspannen und dann relativ gut bewegen und zusammensägen. Bin gespannt, wie das hier vorne wird, aber ich bin da ganz guter Dinge, dass es halbwegs präzise wird. Das sieht relativ gut aus, auch von unten jetzt so von dem Zuschnitt, was tatsächlich mit dem Werkzeug in verwinkelten Gärungen nicht so leicht war. Vor allem aber hier die Höhe, das sind von unten bis oben sicherlich 3,50 Meter. Und das ist natürlich der erste Bewährungsprobe, so wie es auch mal sich anfühlt, und ich kletter da jetzt dann doch ganz gut lang. Problem ist, ich kann natürlich hier nirgendwo mich hinstellen, die Leiter ist am Ende, und da ich heute wieder mal alleine arbeite, muss ich mir da ein paar Sachen überlegen. Das heißt, ich habe mit den Spanngurten gearbeitet, mit dem Flaschenzug, habe mir das hochgezogen, dort angezeichnet, runtergelassen, zurechtgesägt und dann natürlich mit meinen Spannern das montiert, eine Schraube rein, und tatsächlich, das hält recht gut und gibt dem natürlich wirklich massiv viel Stabilität. Hier verbinden sich das Randstück zur anderen Seite. Demnächst werde ich noch ein paar andere Schrauben reinsetzen. Ich habe die jetzt erstmal von innen, bei den Balken von innen gesetzt. Dort sind Schräubchen, einfach weil ich da vom Querschnitt her viel mehr ins Holz reinkomme, als wenn ich das von außen machen würde. Und das heißt, jetzt ist die andere Seite dran. So, das ist der aktuelle Stand. Vorne die Rahmung ist fertig, die Balken liegen alle gut auf. Ich habe jetzt meine Schrauben bekommen und kann die Planken belegen. Vielleicht zur Arbeitsweise von diesen Querbalken. Die sind schon wirklich für die Stabilität sehr, sehr hilfreich. Und ich habe die eigentlich immer aufgelegt, eingespannt, und dann kann ich mir hier einfach schön mit dem Stift anzeichnen, wie ich sie am besten aussäge. Nachdem ich den Balken angezeichnet habe, schneide ich ihn mir per Hand so zu, dass hier alle Winkel und Kerben passen. Und danach geht es eigentlich wieder ranhalten, anspannen, einschrauben, fertig. Das geht hier hinten relativ gut, vorne ist es von der Höhe her ein bisschen schwierig, aber im Prinzip ist eigentlich immer das Gleiche. Und durch diese Seiten kriegt das Baumhaus halt echt nochmal richtig Stabilität. Also ich fühle mich oben schon ganz wohl, das Rumkraxeln macht Spaß, wie ein kleiner Junge, der an seinem Baumhaus rumspielt. Nach getaner Arbeit, der Rand ist fertig, soweit eingepasst, rundum. Und damit es jetzt wirklich nochmal die dritte Stufe der Stabilität erreicht, nämlich diese 16 cm Edelstahlschrauben von Wirth, und hau die mir hier schön schräg rein. Quasi jeder einzelne Balken hier von vorne bis hinten bekommt nochmal diese Sicherung. Und dann sind wir hier safe.